الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأخيار المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. Wir haben letzte Woche etwas über Thaqifat Banu Sa'ida geredet und die Pläne, die dort geschmiedet wurden und die Verschwörungen gegen die Muslime und vor allem gegen die Angehörigen des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, etwas flüchtig davon aus At-Tabari, Tariq al-Tabari gelesen. Heute machen wir weiter, um etwas zu ahnen, also in dieser Folge, was Omar bezweckt hat. Und wir haben auch in vorherigen Teilen was über Omars Fall vor dem Islam gelesen und welche Eigenschaften er hat und welche Nachteile er hatte und wie er zum Islam und wann übergetreten ist. In Musnad Ahmad ibn Hanbal lesen wir und auch in Kanzul Ammal, Band 2, Seite 353, من مسند عمر عن الشعبي قال نزل عمر بالروحاء فرأى ناسا يبتدرون أحجارا فقال ما هذا فقالوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي نشت وآله أبا وآله استومية إلى هذه الأحجار فقال سبحان الله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا راكبا من بواد فحضرت الصلاة فصلى ثم حدث فقال إني كنت أغشى اليهود يوم دراستهم فقالوا ما من أصحابك أحد أكرم علينا منك لأنك تأتينا. عمر هي was wir natürlich aus diesem Hadith, was uns interessiert aus diesem Hadith ist folgendes. Umar sagt, ich bin immer zu den Juden gegangen, als sie am Lernen waren. Und die sagen, es gab niemanden edler als du zwischen deine Freunde, denn du bist einer, der uns besucht. Die Frage ist, was hat Omar bei den Juden gesucht? Wir wissen, dass Omar schon vor dem Islam solche Versammlungen mit den Juden hatte, solche Begegnungen mit den Juden hatte. Und hier sehen wir, dass er während der Botschaft, dass er zu den Juden ging. Er sagt, kuntu akhshal yahud. Kuntu, das heißt, ich war immer dabei, die Juden, während sie am Unterrichten waren, das heißt, dort waren am Unterrichten, und ich bin zu denen gegangen. Und dann sagten sie zu ihm, ma min ashabika ahadun akramu alayna minka li'annaka ta'tina. Keiner ist edler von deinen Freunden wie du, denn du besuchst uns oder du kommst zu uns. Und As-Suyuti in Band 1, Seite 21, überliefert, dass Omar ging immer zu den Juden und hörte von ihnen, wie sie die Tora lasen, wie sie die Tora unterrichteten. Was hat Omar überhaupt im Kopf gehabt? Denn du hast einen Prophet, der einen direkten Draht zum Himmel hat, einen direkten Draht zu deinem Schöpfer hat, der dir eine frische Nachricht vermitteln kann, gleich vor Ort, ohne Probleme, ohne daran Zweifel zu haben. Was hat Omar bei den Juden gesucht, obwohl dass der Koran, wofür Omar natürlich auch am Donnerstag gerufen hat, Hasbuna Kitab Allah, sagt über die Juden, dass sie einen Esel ähneln, der Wissen auf seinen Rücken trägt. Dass der Koran sagt, dass die Juden die Propheten, alle Propheten, entweder für Lügner gehalten haben oder getötet. Was hat Omar in Wirklichkeit dort gesucht? Wir können verstehen, dass er vor dem Islam, wenn man sagt, er hat nach der Religion gesucht, da kann man schon sagen, das ist eine Pflicht, nach der Wahrheit zu suchen, denn er war ein Muschrik.
Aber wenn wir hier feststellen, dass in der Zeit, der, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam noch am Leben war, dauernd die Juden besucht hat. Wir können hier nicht verstehen, was Omar dort gesucht hat. Aber wir werden inshallah das verstehen, wenn wir weiter in der Geschichte lesen und nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch werden wir feststellen, was die genauen Pläne von Omar waren. Wir werden auch feststellen, wovon oder welchen Einfluss haben die Juden auf dem Islam bis heute und bis Tag der Auferstehung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Omar daran verboten. In Ad-Durr al-Mansur, Band 5, Seite 148, und Al-Bayhaqi hat das auch aber für schwach eingestuft, wurde aber nicht gesagt, warum. Wahrscheinlich aus technischem Grund oder wegen dem Matn, dem Kontext. Über Omar sagt, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt, dass wir die Tora lernen, ob wir die Tora lernen sollen. Dann sagte er zu mir, du sollst sie nicht lernen, also du sollst die Tora nicht studieren. Glaub daran, an der Tora, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie herabgesandt hat, so wie wir alle glauben. Aber lernt das, was ihr von eurem Herrn herabbekommen habt und glaubt daran, was da drin ist. Das heißt, du sollst an den Koran glauben, was in dem Koran ist, dass das herabgesandt ist und was in dem Koran ist. Aber du sollst die Tora nicht lernen, du sollst daran glauben, dass sie herabgesandt ist, aber nicht lernen. In Ad-Durr al-Mansur, auch in Band 5, Seite 48, über Ibn al-Durais an al-Hasan, dass Umar ibn al-Khattab sagte zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, die Leute der Schrift, er meinte der Schriften, er meinte die Juden, die Leute der Schriften, يحدثون بأحاديث قد أخذت بقلوبنا. Erzählen uns Sachen aus ihren Schriften, was unsere Herzen anziehen. Das heißt, er hat geglaubt, was sie ihm sagen. Wie zieht ein jemanden sein Herz an, indem man von der Sache überzeugt wird? So, dann berührt man damit, fühlt sich, als ob sein Herz davon berührt wäre. وَقَدْ هَمَمْنَا أَنْ نَكْتُبَهَا. Wir wollten das schreiben, sagt er. Er sagt es zu dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, wir hören Sachen von den Juden, was unseren Herzen anziehen. Und wir waren dabei, sie niederzuschreiben. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, أَتُمْ أَمُتَهُوِكُونَ أَنْتُمْ كَمَا تَهُوَكَتْ لِيَهُودُ وَالنَّصَارَى. Er sagt, seid ihr etwa in Zweifel, so wie die Juden und Christen? Er sagt, Wallahi, ich habe Jawami'ul Kalim bekommen. Das heißt, das gesamte Wissen habe ich bekommen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und der Hadith, das gesamte wurde mir zusammengefasst. Diese Riwayah sagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig war auf Omar. Und diese Rawaya sagt, dass Omar öfters bei den Juden war. Jetzt hat Omar sich daran gehalten, an diesem Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Während des Lebens des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist wichtig erstmal jetzt zu wissen, ob Omar aufgehört hat oder wurde immer wieder von den Juden angezogen. Wir lesen auch in den Überlieferungen, wie Musnad Ahmad Hanbal,
und Al-Muttaqi al-Hindi in sein Kanz al-Ummal, Band 2, Seite 353, dass der Prophet, dass Umar eines Tages dieses doch geschrieben hat, was er dem Propheten fragte. Also als er ihn gefragt hat, dürfen wir das niederschreiben, was wir von den Juden hören? Er sagt, nein, ihr sollt das nicht niederschreiben, ihr sollt das nicht lernen. Eines Tages lief Umar mit einem Buch in der Hand. Dann fragte ihn der Prophet, er sagt, was ist das in deiner Hand, ja Umar? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist rot geworden und richtig zornig. Und dann rief er den Menschen, rief er den Muaddin, dass die Muslime sich versammeln, um zu beten. Das war immer so, wenn eine wichtige Nachricht gekommen ist, wurde auf der Straße gerufen, As-Salat, As-Salat. Nicht in der Zeit, in der Gebetszeit, sondern in den wichtigen Fällen. Wenn eine Nachricht gekommen ist, wenn irgendwelche Gefahr herrschte, eine wichtige Nachricht gekommen wäre, war, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam befohlen, seine Muaddin zu rufen, As-Salatu As-Salat Jami'a, As-Salatu Jami'a. Dann rannten die Ansar zu dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit den Waffen in der Hand. Und dann fragten sie, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat, weswegen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zornig war. Da ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf der Kanzel und hatte seine Rede gehalten. Er sagt, ich höre, dass einige von euch sich von den Juden angezogen fühlen. Er meint Umar damit. Amutahuikuna antum, seid ihr denn in Zweifel, so wie die Juden und die Christen in Zweifel waren? Und ich bin zwischen euren Händen. Was wollt ihr bei denen folgen? Wallahi, wenn ihr Musa heute am Leben wäre, dann würde er nichts anderes übrig finden, außer mir zu folgen. Das heißt, Musa selber, der Prophet von denen, wenn er am Leben wäre, jetzt, der würde mir folgen. Und er geht zu denen. Oh Omar, geh nicht zu ihm. Zu ihnen, sagte er zu ihm eines Tages. Er sagt zu ihm, geh nicht zu ihnen und lerne nichts von ihnen. Denn vielleicht erzählen sie dir was richtig, weil sie haben Recht mit Unrecht, Wahrheit mit Unwahrheit zusammen vermischt, sodass du gar nicht mehr da zwischen unterscheiden kannst. Vielleicht erzählen die dir was Wahrhaftiges und du hältst das für nicht richtig, dann begehst du Sünde. Und vielleicht erzählen sie dir was Falsches und du betrachtest das als richtiges, begehst du dadurch auch Sünde. Das heißt, auf jeden Fall machst du Falsches, wenn du denen zuhörst oder wenn du ihnen glaubst. Er sagt, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. Sag والله, wenn jetzt Musa zwischen uns wäre und ihr folgt ihm und mich gelassen, ihr würdet ihm folgen und mich lassen, ihr werdet in die Irre gehen. Das heißt, selbst wenn du Musa folgen würdest, ne, würdest du in die Irre gehen. Als Umar diese Rüte in dem Gesicht des Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, sagt Radina billah Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammad Rasula. Dann sagte er, wir akzeptieren, wir sind zufrieden, dass Allah unser Gott ist und der Islam unsere Religion und der Prophet unser Gesandte. Das befindet sich in Musnad Ahmad bin Hanbal, Band 4, Seite 265. Es wird auch überliefert, dass Umar öfters danach selbst, nachdem er das gesagt hat, ist er weiterhin zu den Juden gegangen und weiterhin von ihnen gelernt hat. Ich erzähle jetzt eine Geschichte. Wir springen jetzt, wie gesagt, wir halten uns nicht an der Zeit. Umar vor dem Islam, Umar während des Lebens des Propheten sallallahu alaihi wasallam und Umar nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wir werden immer
hin und zurück springen sozusagen, damit wir diese Verschwörung genau begreifen können, was er geplant hat und was er alles geschafft hat. Was er alles geschafft hat. Wir erinnern uns, dass ich irgendwann mal erzählt habe, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist und die waren dort am Wählen in Sulh al-Hudaybiyah, dass Ali alaihi salam, Fatima und Ahlul Bayt alaihi salam sich in dem Haus von Fatima alaihi salam, von Ali ibn Abi Talib aufgehalten haben mit ein paar Anhängern von denen. Wir werden feststellen, dass Ali und seine Familie isoliert wurden und so eine Art Hausarrest bekommen haben von Abu Bakr und Omar, vor allem Omar. Und wir werden feststellen, dass Omar jedem Menschen, jeder Sahabe verboten hat und mit dem Tod bedroht hat, der sich gewagt hat, einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu posten oder zu erzählen. Jeder, der etwas in der Hand hatte, worauf steht, der Gesandte hat das gesagt oder jenes gesagt, wurde von Omar festgenommen oder beschlagnahmt und das, was in der Hand ist oder was, worauf Qala Rasulullah steht, angezündet wurde. Wir werden aber auch feststellen, wir werden beweisen, dass Omar die Juden zu sich näher gebracht hat und sie erlaubte, auf dem Platz des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu stehen und von dort ihre Lehre in den Moscheen, in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aus dem Platz des Propheten sallallahu alaihi wasallam zwischen den Muslimen zu verbreiten. Das heißt, er hat die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam total vernichtet in seiner Zeit, so dass kein Mensch durfte in der Zeit erzählen, dass der Prophet dies oder jenes gesagt hat. Also keiner durfte sagen, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Der wurde entweder gepeitscht oder vertrieben oder eingesperrt. Aber auf einmal merken wir, dass all diese Feinde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Feinde von Al-Bayt alaihi wasallam, haben ein Amt bekommen bei Omar und sie durften alles erzählen, was sie wollten. Und wir werden auch feststellen, dass die Spitzen von den Sunna-Überlieferer bei Al-Sunna wa Jama'a Schüler bei Ka'b al-Ahbar waren. Ka'b al-Ahbar war kein Sahabi, er war ein Tabi'i. Das heißt, er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam zwar gesehen, aber gar nicht dran geglaubt, was der Prophet gesagt hat. Also er ist nicht Muslim geworden. Bis Omar an die Macht kam, dann hat er seinen Islam erklärt und durfte er als ein Nicht-Sahabe die Sahaba unterrichten. Wo gibt es sowas, dass die Sahaba Schüler bei einem Nicht-Sahabi werden? Von heute auf morgen wird Ka'b al-Ahbar Muslim und er durfte in der Moschee von dem Platz des Propheten sallallahu alaihi wasallam aus Abu Huraira unterrichten. Abu Huraira nennen sie der Erzähler der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er war ein Schüler bei Ka'b al-Ahbar. Ein Sahabi wird ein Schüler und andere auch, werden wir den Namen inshallah erwähnen, werden Schüler bei Ka'b al-Ahbar. Heute wollen wir jemanden kennenlernen, der auch mittlerweile in den Sahih-Büchern und die Ahadith-Büchern bekannt ist, nämlich Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit wurde also sehr speziell, sagen wir, würde er besonders bei Omar, wurde er sehr gut behandelt, er wurde angenähert und er wurde bei Omar beschäftigt, als Omar Khalif geworden ist. In Tariq ibn Shabba, Tariq al-Madina, ibn Shabba, in Band 3, Seite 1006, lesen wir,
قيل لعبد الله عبد الله wurde gesagt, also wurde zu ihm gesagt, zu Abdullah, Abdullah ibn Mas'ud natürlich, ألا تقرأ على قراءة زيد؟ عبد الله بن مسعود war natürlich auch einer der Koran, den besten Koranleser. Wurde ihm gesagt, liest du nicht etwa nach der Lesung von Zayd, Zayd ibn Thabit? قال, was habe ich mit Zayds Lesung zu tun? Ich habe aus dem Munde des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelernt, wie man liest den Koran. 70 Suren, wobei Zayd ibn Thabit ein Jude war mit Koteletten. Der lief mit Koteletten. Das heißt, Zayd ibn Thabit war doch nicht Ansari. War doch kein Araber. Der gehörte nicht zu den Ansar. Der war ein Jude. Hier laut Tariq ibn Shabba, Band 3, Seite 1006, aus dem Munde von Abdullah ibn Mas'ud, ein Zeugnis von Abdullah ibn Mas'ud, dass Zayd ibn Thabit ein Jude war. Und Fadl ibn Shadan in sein Idah-Buch, heißt das Buch Idah, Al-Idah, Seite 519, eine Shahada von Ubay ibn Ka'b zeigt, dass Zayd hat zwischen den Kindern von den Juden gelernt. Also er war immer zwischen den Kindern von den Juden und mit denen hat er auch ihre Tora gelernt. Obwohl das die Juden, bei den Juden ist es normalerweise, ist im Grunde genommen verboten, ist verboten, ein Nichtjude zwischen den Schülern zu unterrichten. Das heißt, sie unterrichten nur ihre Kinder. Das ist ein Zeugnis hier aus diesem Buch von Ubay ibn Ka'ab, dass Zayd ibn Thabit ein Jude war. ومثل قول أب أبي بن كعب في القرآن لقد قرأت القرآن وزيد هذا غلام ذو أبتين يلعب بين صبيان اليهود في المكتب. أبي بن كعب macht so ein Zeugnis genau wie Abdullah bin Mas'ud. أبي بن كعب sagt, ich habe den Koran gelesen, wobei dieser Junge, dieser Zayd ibn Thabit, mit den Kindern von den Juden mit langen Koteletten in ihre Schule gespielt hat. So. Es wird aber in Sahih Bukhari überliefert. Sahih Bukhari überliefert. Band 1, bei Band 8, Seite 120, über Zayd ibn Thabit selber. Er sagt selber, Zayd ibn Thabit erzählt uns von über Al-Bukhari, also in Al-Bukhari, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm befohlen hat, die hebräische Sprache zu lernen. Er hat die Kitab al-Yahud, hatta katabtu alayhi kutubahu wa qara'tuhu kutubahum idha katabu ilayhi. So. Er hat ihnen befohlen, die Bücher von den Juden zu lernen, also die hebräische Sprache zu lernen, damit er ihnen die Briefe übersetzt, die er von den Juden bekam. Das, er behauptet das. Zayd ibn Thabit in Sahih al-Bukhari. Aber wenn wir jetzt überlegen, die Juden, die in Hijaz gelebt haben, waren Araber, arabische Juden. Das heißt, sie haben nicht auf Hebräisch mit Rasulullah geschrieben. Also jetzt brauchen wir einen Beweis von denen, dass sie uns beweisen, dass die Juden wirklich Hebräisch geschrieben haben oder geschrieben in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. In Arabien waren Araber die Juden. Und die haben nicht Hebräisch zu den Propheten geschrieben. Also sie konnten Arabisch sprechen und schreiben. So, diese Behauptung, was in Sahih al-Bukhari wird durch Ahmad ibn Hanbal, Band 5, Seite 182, widerlegt. Warum?
Weil über Zaid auch wird überliefert, dass er gesagt hat, قال زيد بن ثابت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحسن السريانية إنها تأتيني كتب. Er sagte, fragte er ihm, Zaid, Rasulullah fragte ihm, kannst du Syrianie, was ist, wie heißt es auf Deutsch, Syriani? Also auf jeden Fall, das ist eine auch Syrisch? Nee, was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Isa a.s. gesprochen? Syriani. Aramäisch. Er sagt, sprichst du Aramäisch, kannst du Aramäisch? Denn ich bekomme manchmal Briefe von auf Aramäisch, die sollst du für mich übersetzen. Qala qultu la, qala fata'allamha, fata'allamtuha fi 17 yawman. Er sagt, hat er zu mir gesagt, sollst du die aramäische Sprache lernen? Dann habe ich das innerhalb von 17 Tagen gelernt. Das war sehr besser als der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst. So, jetzt haben wir Zaid ibn Thabit kennengelernt, dass er ein Jude war. Wir werden, inshallah, bei der Fortsetzung sehen, wie Zaid ibn Thabit und auch andere Juden von Umar behandelt wurden. Also du wirst merken, niemand wurde geschlagen von denen. Niemand wurde mit den Durra. Wir kennen Umar mit Durra, diesem Baseballschläger. Er hat sogar Frauen damit geschlagen. Er hat Frauen damit demoliert. Also wurden Frauen von den Ansar so dermaßen geschlagen, dass sie ihren, dass sie ihren Schleier vom Kopf runter also verloren haben. Und wurde Umar gesagt, sie hat ihren Schleier verloren. Er sagt, lass sie, sie hat keine Ehre. Warum? Wir werden das feststellen, weil sie geweint hat. Weil die Frau geweint hat über Khalid ibn al-Walid, als er gestorben ist. Er ging rein, stürmte ins Haus rein, da wo die Frauen sich versammelt haben, da hat er nichts zu suchen. Da waren die Frauen, da war Aisha auch dabei und Frauen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, einige davon waren dabei. Und da saßen Frauen, haben geweint. Dann stürmte Umar ins Haus oder schickte seinen Helfer und sagt, hol diese raus. Hol alle Frauen raus, lass mal nur die Frau des Propheten drin. Eines Tages Aisha und am anderen Tag war eine andere Frau des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und immer wenn er gehört hat, dass die Frauen geweint haben, hat er geschlagen. Also er hat nicht einen einzigen von diesen Agenten geschlagen. Der war mit denen so lieb, so friedlich wie ein Hase. Ne? Aber gegenüber die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Frauen war er ein Löwe, war so ein Tyrann, so dass sie überall über ihn gejammert haben und schlecht geredet haben. Das ist dann, inshallah, der fünfte Teil von die Rolle von Abu Bakr und Umar im Islam, inshallah. Und wir werden in den nächsten Folgen, inshallah, das Ganze verfolgen, bis wir das beweisen, was wir bis jetzt behauptet haben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.